Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Die Höhle der Lügen. Wir haben heute eine ganz besondere Kandidatin, Sandra. Und Sandra wird heute eine Geschichte mitbringen. Und die Gegenkandidatin, Lexa, die muss erraten, ob diese Geschichte wahr ist oder ob es eine Lüge ist. Erstmal einen großen Applaus für Sandra. Sandra, schön, dass du da bist. Ja, ich bin Sandra. Genau. Und wo kommst du her? Deutschland. Ziemlich, aber gebürtig Zentraleuropa, ziemlich Mitte links, unten direkt. Spanien. Ah, ja, das ist schon eine gute Taktik, glaube ich. Du willst deine Gegenspielerin schon etwas verwirren, habe ich den Eindruck. Ziemlich ab vom Schuss, Mitte links, ganz grob da wohnen. Okay. Sandra wird gleich etwas behaupten, eine Geschichte mitbringen und Lexa muss erraten, ob diese Geschichte der Wahrheit entspricht oder nicht. Lexa, erzähl mal, kann man dir leicht einen Bären aufbinden? Halt's Maul, lass anfangen! Gut, das wird eine großartige Runde. Sandra, erzähl doch mal, was du angeblich erlebt hast. Also, ich habe... Lüge! Gar nicht. Okay, okay, Lexa, lass Sandra doch bitte erstmal ausreden, ja? Bitte? Ich habe gegen einen weltweit angesehenen Mathematikprofessor eine Matheaufgabe schneller lösen können. Oh, eine steile Behauptung, möchte ich sagen, Lexa. Vom ersten Eindruck, was fühlst du, wenn du diese Geschichte hörst? Hass. Nein, ich meinte eher, glaubst du, das könnte sein? Sandra ist so dumm. Verstehst du? Aber ich sag mal so, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, ja, auch ein blindes Huhn. Auch ein blindes Huhn, fällt nicht weit vom Stamm. Genau, auch ein blindes Huhn fällt nicht weit vom Stamm. Ich sag einfach mal, nein. Gut. Sandra, du hast eine Matz mitgebracht. Und Lexa, du kannst deine Meinung danach ja nochmal ändern, wenn du sie dann gesehen hast, okay? Wir schauen uns mal die erste Matz von Sandra an. Bitteschön. Sehen wir? Ja. Ja, guten Tag, Herr Professor, Herr Grafzahl, nennen wir die Grafzahl. Ja, guten Tag. Wie kann ich denn schnell im Kopf rechnen? Stellen Sie sich unser Gehirn mal als eine Art Bahnhof vor, unsere Synapsen. So, die Zahlen sind die Synapsen, die Züge sind die Art, sind die Numerus Clausus von den. Können Sie mir folgen bisher? Bei stellen Sie sich vor, war ich rauf. Die Multiplikatoren sind die schaffen am Ende, dann die Faktoren mit einbeziehen, dann. Nehmen wir mal ein Beispiel. 10 minus 7 ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. 3 minus 2 ergibt. Nehmen wir mal ein Beispiel. 1 plus 1 ergibt. Wow, okay. Lexa, nachdem du das jetzt gesehen hast, würdest du sagen, du bleibst bei deinem Nein? Sie hat es nicht geschafft gegen den Professor? Ich würde Sandra gerne mal eine Frage stellen. Sehr gerne. Vielleicht kommst du ja durch hinterlistiges Fragen ein bisschen an die Wahrheit heran. Bitte schön. Sandra, hast du gegen den Matheprofessor gewonnen? Nein. Ich bleib dabei, sie schafft es nicht. Das müssen wir rausschneiden. Genau, Sandra, du kannst nicht einfach behaupten, du hast es nicht geschafft. Du musst ja so tun, als ob du es geschafft hättest. Ich muss. Antworte bitte nochmal. Ich habe es geschafft. Leute, wir können das hier noch unnötig in die Länge ziehen, aber ich bleibe dabei, sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht. Gut, da ist sich jemand offensichtlich schon sehr sicher. Ich würde sagen, du spielst Lexa, den Film weiter vielleicht, ab. Genau, wir machen einfach den Film weiter ab. Bitte weiter abspielen. Ja, gut. Die Grundlagen habe ich ja jetzt, verstanden. Genau, nicht verstanden. Wie schaffe ich das denn jetzt schneller im Kopf zu rechnen als du, damit ich die Aufgabe auch bestehe? Stell dir vor, dein Null ist die Multiplikator von einem Bahnhof. Und die Schaffner sind die Züge und ich. Das Beispiel hatten wir eben schon, habe ich nicht gecheckt. Beim Rechnen benutzt du die Hilfe vom Bahnhof und ich benutze sie nicht und dann wirst du schneller sein als ich. Das wird eh nichts, ich rate einfach, okay? Also, ich bin ready. Der Moment der Wahrheit. Lexa, deine Entscheidung. Bleibst du dabei? Sandra schafft es nicht, gegen den Professor zu gewinnen. Nein! Sandra, du bleibst weiterhin dabei. Du hast die Aufgabe zu 100% gegen den Professor gelöst, ja? Nein. Matz! Okay, die Redakteurin wird jetzt uns eine Aufgabe stellen und ich versuche irgendwas mit Bahnhof zu erraten und keine Ahnung, bitte mach einfach. Okay, 7551 plus 19.827. Keine Ahnung, 27.378, mir doch egal. Das stimmt.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe einfach nur geraten. Wahnsinn! Sandra, unglaublich, wie du es geschafft hast, so zu tun, als hättest du die Aufgabe nicht richtig gelöst. Wirklich großartig! Nee, hab echt wirklich vergessen, dass ich die gelöst habe. Ist schon voll lange her, haben wir vor 3 Monaten gedreht, ey. Voll vergessen, ey. Genau, genau. Lexa, du hast falsch gelegen. Was sagst du dazu? Ja, Lexa scheint etwas sauer zu sein. Okay, da scheint ihr anscheinend das Produktionsteam zu verprügeln. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Die Höhle der Lügen. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Alles Gute und nicht lügen. Das ist nicht. Lexa, hören Sie bitte. Lexa, lass bitte das Produktionsteam in Ruhe. Jo, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, diese Sendung, Die Höhle der Lügen, die gibt es wirklich. Die ist ganz neu mit mir in der Jury. Ich werde dort mitspielen. Wir haben das schon alles aufgezeichnet. Die läuft das erste Mal diesen Donnerstag am 3.9. um 22.30 Uhr im ZDF Neo. Also wenn ihr Bock habt, markiert es euch gerne oder schreibt es euch irgendwo auf diesen Donnerstag. 3.9. 22.30 Uhr im ZDF Neo. Die Hülle der Lügen mit mir in der Jury. Es wird sehr, sehr lustig. Schaut unbedingt mal rein und lasst mich dann gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Alles Gute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss!